Er kostet echt nicht viel, der Baum. Ihn können wir, glaube ich, auch gut einfach mal so reinschicken. Ich meine, wenn wir ihn verlieren, pff, who cares? Das ist ein Baum. Ah, kreativloser Stream, ja stimmt, das habe ich eben gerade gesehen. Sorry, ich war da ein bisschen abgelenkt in dem Moment. Vielen Dank für deinen Host. So, jetzt hier. Sing. Oh, dann haben wir doch gleich schon mal fast alle Monster hoch. Ja, du hast Shiny nur verpasst, also nichts Weltbewegendes. Ich werde dieses Duell beenden, bevor du es überhaupt mitkriegst. Das macht an sich nicht viel Sinn, Bakura. Nadelball. Und was ist das, ein Kobold? Ein durchgedrehter Kobold? Okay, lassen wir mal hier gucken. Komme ich. Was hast du denn Feines? Ja, wilder Kobold, Donnerball. Ach du Scheiße. Pumpkin. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Dreihorndrache. Das könnte tricky werden. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier regeln können. Wir sind auf jeden Fall schneller an der Front als er. Das ist schon mal eine Sache. Beschwören wir erstmal alle. Wir beschwören erstmal alle. Jetzt haben wir wenigstens schon mal alles draußen. Er hat eine funky Attack Range. So, und unsere Ente schieben wir ab. Wieso habe ich das Gefühl, dass dieser Sand da irgendwo gefährlich ist und meine Ente gleich umbringt? Ich traue diesem Feld hier nicht. Ja, wobei, der Sand ist hier überall. Da gewöhne ich mich dran. Und der Donnerball. Der Dreihorndrache, davor habe ich Angst. Und dass Pumpkin irgendwie geheime Fähigkeiten hat. So, dann wollen wir doch mal schauen hier. Ne, warte, Mon Lavas bewegen wir noch nicht. Das passt. Der Boden ist auch nicht toxisch. Alle Mann an die Front! Jetzt habe ich mein Skelengel dahin geparkt, ich Idiot. Ach, macht nichts. Stellen wir Mon Lavas hier hin. Ist ja nicht so tragisch. Dich hier. Und den Dinkelmagier. Kann sich auch nicht bewegen, habe ich auch zugeparkt. Okay, gut, dann erstmal so. So, mein guter Yummy Bakura, zeig mir, was du kannst. Show me what you got. 300, echt jetzt, mein Freund? Und dann verschwendest du 50 einfach nur, um deinen dummen Kristall zu bewegen, der absolut nicht in Gefahr ist. Kumpel, ich merke das, wenn du versuchst, mir da über die Flanke reinzukacken. Ich sag's dir. Ich find sowas raus und klatsch dir. Klatsch ich dir eine, sei dir. So, du warst genau so ein Gejatze. Das heißt, hier ist er voll safe. Dann Turbo Duck. Müssen wir auch mal gucken. 1, 2, kann er sich bewegen und dann ist es ein hier und hier. Das heißt, ich kann mich mal. Ich bewege mich mal hier hin. Da ist die Ente noch sicher. Da wird die Ente noch nicht gebraten. Hier da unten ist er arg im Nachteil. Da lassen wir ihn am besten nicht allzu lange. Die Zeit hat ihr Ende gefunden. Das ist, was die Natur geplant hat.
verfolgt von einer verhungernden Bestie, sucht nach täglicher Beute. Das ist die deutsche Version. Ein Jäger am Rande des Todes. Kurz vor seinem letzten Atemzug. Ernährt sich dem letzten Atemzug. Regeln der Natur. Hast du jetzt nicht, du hast nicht ernsthaft gerade Rules of Nature in Deutsch übersetzt. Wow, vielen Dank, Dude. Ich hab das Rüdiger schon mal gedroht, ne? Ich sag das jetzt ja nicht, sonst kommt noch wer auf dumme Ideen. Aber irgendwann komme ich auch mal in seinen Stream und mobb ihn einfach nur. Wow, das Ding ist nicht mal ein Bossmonster? Regeln der Natur halt. Der will sich da echt langschummeln an der Seite. Der will sich da echt lang mogeln. Jetzt muss ich mit dem Ding nur aufpassen gerade. Das ist ein bisschen unpraktisch. Jetzt stehe ich da genau vor. Oder ich schicke ihn hier hin. Einfach um zu sagen, so. Was willst du tun, mein Freund? Ihn schicke ich mal hier längs. Ihn hier, falls er mit der Wolke auf dumme Ideen kommen will. Und ganz durch den Rest lasse ich erstmal so. Rio, ich glaube, dass... ich glaube, die Stimme in diesem Programm ist nicht dazu konzipiert zu schreien. Oh, Gottes Willen! Was ist denn das für ein Schaden? Ja, okay, ich habe ihm natürlich auch genau die Schwäche gegeben, ich Idiot. That's a pumpkin. Wieso hat hier alles einen Laser? Ich habe immer noch eine Chance. Ja. Oh fuck. That was stupid. That was really stupid. Ja. Da habe ich abgeschmatzt. Das ist der Beginn erbarmungslosen Schmerzes. Alter, schimmer deine Sohn. Du bist weg. Ist ein Snickers. So, da müssen wir also ein bisschen aufpassen jetzt. Da habe ich nicht aufgepasst. So, was können wir jetzt machen? Ich kann den hier hinstellen. Er kann angreifen, ihn hier. Für like nothing. Und ihn hier für fast even more nothing. Dann müssen wir mal gucken. Dann kann ich ihn aber immer noch hierhin platzieren. Dann ist er wenigstens weniger in Gefahr. Unser oller Baum. Ich sag mal so, der Baum ist jetzt auch nicht so wichtig, wenn ich ihn verliere. Ich habe ganz vergessen, die Ente greift ja so an. Ah, shit, das habe ich total vergessen. Mit dir muss ich aufpassen, wenn ich dich da irgendwie reinmogeln kann. Ich lass dich mal da so an der Seite. Du warst... Ja, warte, der Dreihorn. Wie bewegt er sich? 3 und 2. Warte mal, das ist dann 1, 3, 1, 2. Das heißt... Ja, doch. Nein, falsch. Dahin. So, und dich hier. Und der... Dunkle Mögier, der kann auch nicht weit. Na super. Habe ich ja mal wieder toll gemacht. Meine Züge waren auch schon mal besser. Mon Lavas, können wir mit dir was machen? Du bist... In beiden Fällen... How is that possible? Ach so, weil er hier stehen oder hier stehen müsste. Shit.
Das Schlimme ist, hier hat er sogar ziemlich guten Bonus. Ich stelle ihn erstmal hier hin. Okay. Dann müssen wir gucken. Das ist nicht gut. Ja, da will er meine Ente. Fuck's sake. Das Ding tut weh. Alter. Mit 9 HP gerade mal überlebt. Ja, damit geht er weg und macht nicht so viel Schaden. Okay. Der Baum ist mächtig. Der Baum ist stark. Der Baum wird das nicht überleben. Der Baum wird das... Okay. Ich habe nichts gesagt. Der Baum lebt. Niemand fällt diesen Baum. Hi. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Das ist... Ja, Mon Lavas ist jetzt hier natürlich. Yeah, that's great. Ja, weil ich im Nachteil bin. Wo hat der all... Das ist genau vor meinem Gesicht. Hier, Lecco Mio. Wenn ich dich da hinstelle, um Pumpkin anzugreifen. 114. Geh nochmal zurück. Also 114 mit dir. Was ist, wenn ich mit der... Ganz vergessen. Ente ist... nicht süß-sauer heute. Und du bist gerade genauso fucking worthless. Aber du bist genauso wertlos. Das ist gerade... Ich möchte mein Monster dann nicht reinschicken, um es zu killen. Und du bewegst dich ekelhaft. Aber du kannst aber nur diagonal angreifen. Das heißt, wenn ich dich hierhin bewege, kann dir nichts passieren. Was machen wir jetzt mit unserem Baum? Geil, wir können ihn nur zurückbewegen. Und da kann er absolut nichts tun. Außer auf die Fresse kriegen. Ich hatte schon mal bessere Pläne. Um genau zu sein, nein, hatte ich nicht. Pumpkin. Pumpkin ist ein richtiges Problem. Weil ich will sie da nicht reinschicken. Da sind so viele, wo denn ankommen und sie kaputt klatschen. Ja, das Ding greift doch diagonal an. Das heißt, ich würde hier auf den Sack kriegen von dem. Nani? Hass mich nicht, aber. Schaut mal her, kommt mal her. Das ist ja unser Emeroface. Oh nein. He's got to PVN your mommy. Ob du Kaiso ihm ist wirklich nicht zu schwer. Oh Gott, so altes, so alte Kamelle. Ivana be the guy, auch das hat er geschafft. Oh boy. Nee, okay. Also entweder müssen wir das hier direkt nochmal machen, weil es gerade echt scheiße läuft. Ich mich nicht in eine Situation begeben kann, ohne dass meine Viecher krepieren. Na, oh. Wow. Wirklich? Ausgerechnet ihn. Come on. Ausgerechnet ihn. Was denn? Was denn jetzt? Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße.
Dunkelheit-Monster kriegen jetzt noch einen Boost. Und da geht mein Baum. Ja, ganz großes Kino. Now I'm straight fucked. Und da geht auch meine Ent... Ja, der haut mich hier gerade in Grund und Boden. Nee, mein dunkler Magier ist noch nicht ansatzweise auf dem Level. Winde dich, Yugi, winde dich. Dieser Voice Actor hat definitiv zu viel Spaß an seinem Job. Was ist, wenn ich mit dir angreife? Dieses Ding tut absolut nichts. Oh Mann, Skelengel. Kann von hier aus angreifen. Also ich hab... Sein Pumpkin ist ein Riesenproblem. Sein Pumpkin ist ein gigantisches Problem. Das Scheißding steht immer noch. Ja, vom Feld her wird's bestimmt reichen. Aber... Leider, das Feld ist ja nicht das einzige Problem. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen. Aber ich kann... Auch wenn ich im Nachteil bin... Es ist genug für einen Kill. Das heißt, wir können wenigstens mal ein bisschen aufholen hier. Dass wir wenigstens seine ganzen Züge ungepunished lassen. So, und... 45 plus. Der Pinguin kriegt jetzt auf die Nase. Alter, yes. Oh, ich bin der Zerstörung nur knapp entgangen. Ohne Scheiß, der Voice Actor von Yami Bakura. Ich mag den Dude. Okay, wir sind echt hart am Lutschen. Wir haben nur noch 4 Monster. Unseren Dark Magician, Mon Lovers, ein Skelengel und eine Hexe. Und er hat noch 4, 5, 6. We are hardly screwed. Gerade im letzten Zug hat er zu viel weggenommen. Okay, damit geht er zurück. Das ist gut. Das sind 50 Punkte wasted. Donner gegen Licht, scheiße. Das ist ein Vorteil, aber es bringt ihm nicht so viel, weil das Ding null Schaden drückt irgendwie. Und dafür ist er in meiner Backline. Das wird er sich nämlich gleich nochmal überlegen. Das überlebt mein Skelengel zum Glück auch. Wir kümmern uns jetzt erstmal... Wir kümmern uns jetzt erstmal gleich um das, was sich in unsere Backline geschummelt hat. Das sollte nämlich unser geringstes Problem sein. Das kriegen wir auch hin. Auch wenn Mon Lavas gerade absolut worthless ist. Außer in der Situation hier. Es wäre ein Kill. Da müsste ich also niemanden mit... Und das Ding wird mich... derbe zerficken. Nee, Blödsinn. Das Ding ist im Nachteil mir gegenüber. Das heißt, wenn ich mich hierhin platziere... Könnte er mir höchstens damit... Aha... Er könnte mir sogar gefällt werden, weil er hier hin kann. Dann könnte er mir auf den Sack hauen. Aber ja. Wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier schlicht und ergreifend die Viecher aus unserer Backline verschwinden. So, das ist das. Der dunkle Magier kann hier gerade nichts tun. Also bei dir gucken wir nochmal, was wir gleich machen. Was ist mit dir? Du hast hier mega Nachteil. Deswegen, das wäre schon fast blöd, dich da hinzuschicken. Was ist mit dir, Skelengel? Was ist mit dir? Möchtest du ein Eis? Noni! Sowas wie ihn gibt's auf der Welt nur einmal. Legendär, das ist... Oh, come on, dude, wirklich? Ein starker Krieger und er kämpft für den Spaß ganz genau. Das ist Emeroface.
Oh boy. Darf ich jetzt sterben? Das ist dieser Donnerball, ne? Ich bin auch die ganze Zeit im Nachteil immer. Aber was will man machen? So, ich behalte ich mal hier. Hier ist das Minus nicht ganz so schlimm. Aber wir werden das Ding immer noch nicht los. Wir kriegen gleich dann nochmal mehr auf den Sack. Deswegen, also es ist noch offen, aber es sieht mittlerweile nicht gut aus. Was ist los, Yugi? Deine Züge sind nicht nur langsam, sie sind absurd. Wow. Das verletzt meine Gefühle, Bakura. Ich hoffe, das weißt du. Da wäre eine Entschuldigung jetzt wirklich in Order. Okay, das Ding tut nichts. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hat sich jetzt aber dafür genau in meine Angriffsposition begeben. Das geht jetzt auf unseren Magier. Ja, der hält das aus. Das Problem ist... Okay, Dreihorn ist weiter weg. Das heißt, der kann eigentlich gerade nichts. Das Ding wiederum... kann nicht killen. Ich habe eine Idee, wie es vielleicht noch wendbar ist. Es sei denn... Nee, er will mein Skelängel? Ja. Das habe ich befürchtet. Das springt jetzt natürlich ein bisschen auf meinen Gefühlen rum. Jetzt haben wir nur noch drei Monster. Shit. Nee, ich habe keine Nostalgie. Mir wird schlecht. Ich hasse es, mich an alte Zeiten zu erinnern. Müssen wir. Wir kommen ja auch nicht dran vorbei. Ja, gut. So, ein Problem weniger. Ja, da war immer noch vier und ich habe immer noch nur drei. Yes. Level up! So, du könntest jetzt natürlich den Dönerball direkt angreifen. Ich glaube sowieso nicht, dass ich dich groß retten kann. 147. Das sieht echt nicht mehr gut aus. Gut, das Ding kriegen wir immerhin weggeschreddert. So, das ist eine Sache. Das ist immerhin Level Up. Es ist immerhin ein Level Up. Egal, wie sehr du dich auch anstrengst. Er im Weg steht da. Ich könnte natürlich... Und ich denke, ich werde...